So, da befinden wir uns in Kapitel 8, der Brief. Und hier müssen wir direkt erstmal ein paar Brücken bauen, denn es ist eins der längeren Rätsel. Rätsel in Anführungszeichen halt, ist relativ easy going. Wir müssen dann hier hoch, dann jumpen wir mit dem einen Trampolin hier hin, binden uns da an. Das hätte ich gar nicht machen brauchen, aber egal. Machen dann nochmal eine Brücke. Ihr seht, da müssen wir relativ viele Brücken verwenden. Dann nehmen wir den Jump. Ich habe dann noch auf die Lampen. Machen da die Brücke. Dann bereite ich da direkt schon mal vor, damit wir gleich noch eine Brücke machen können. Dann müssen wir da hoch. Springen dann, nehmen dann hier den Hammer. Machen mit dem Hammer dann die letzte Brücke. Dann müssen wir mal wieder komplett runter. Denn wir brauchen jetzt den Würfel. Beziehungsweise das Paket, was das da immer darstellen soll. Und schieben das Teil einfach hoch. Paket einfach an die Wand geschoben, draufklettern und zack. Schön neues Secret, da kann man schon im nächsten Raum gucken. Und dann sind wir auch schon im nächsten Raum. So, dann müssen wir hier diesen Haken nehmen. Den einmal komplett nach links ziehen. Den bräuchte man, kann man theoretisch auch nach rechts ziehen, um in das Level in das Gebäude zu verlassen. Wir wollen ja noch die Secret sammeln. Dann hängt ihr euch einen Haken ran, schwingt zu der Lampe. Könnt ihr dann nochmal ein bisschen Schwung nehmen, nimmt viel Garn, damit ihr halt eine lange Leine habt und dann springt ihr dahin. Geht wieder zurück in den Raum, so gesehen. Und da habt ihr so einen Farbeimer, den ihr da stellen sollen. Den müsst ihr mal gut unterschieben. So, hier müsst ihr euch unbedingt festhalten, wenn ihr nämlich da jetzt einfach runter jumpt, sterbt ihr. So, dann jumpen wir hier, nehmen jetzt den Farbeimer. Dann Secret Nummer 2. So, dann nochmal wieder hoch zu dem Kran. Wir müssen dann hier einmal ans Festbinden. Schön rüber, ein bisschen oben an die Lampe ran. Machen uns auch da fest. Dadurch kriegen wir halt wieder so ein Trampolin, eine Brücke. Schaut mal einfach da hoch. Da habt ihr so ein Ding, könnt ihr euch festhalten. Dann lauft ihr einfach nur noch nach rechts. Über die Kiste. Und da habt ihr Secret. Weiter rechts habt ihr am Fenster, um das Haus zu verlassen. So, dann sind wir am Brunnen. Da für das Secret braucht ihr eigentlich nur eine Klappe öffnen. Bloß, um weiterzukommen, solltet ihr beide öffnen. Ich habe jetzt eine geöffnet, um das Secret zu zeigen, bindet ihr euch fest, damit ihr euch abseilen könnt. Und zack, schön habt ihr das Secret. So, Secret Nummer 5 ist ein bisschen trickier. Wollte eigentlich auch nicht. Sie müssen mich erst das Eis zerbrechen. Um diesen Ast hochzuziehen, da macht ihr euch einen Garn dran, dann könnt ihr nämlich eine Brücke bauen. Dann geht ihr oben auf den Ast, da seht ihr schon die Schlaufe. Da jumpt ihr dran und dann müsst ihr einfach genug Schwung holen, um auf den Ast hier zu kommen. Und zack, schon habt ihr Secret Nummer 5. So, da befinden wir uns in Kapitel Nummer 9, Wintersonne. Und hier müsst ihr erstmal hier unten rein, um euch das Ganze, und hier habe ich den Schneeball schon vorbereitet gehabt. Und das ist jetzt eine Anmerkung, jetzt machen wir erst das zweite Secret, denn ich habe verpeilt, dass es vorher einen Ast gibt, wo man zum ersten Secret kommt, deswegen kommt jetzt so gesehen erst das zweite und dann das erste. Auch in einer Datei jetzt hier, also in einer Reihenfolge direkt erstmal. So, hier müsst ihr euch erstmal einen Trampolin bauen. So, dann springt ihr mich da hoch. Und da, das Secret seht ihr nicht, aber da ist ein Secret, ihr müsst einfach ein paar Mal hochspringen, dann kriegt ihr das Secret Nummer 2. Und wenn ihr das Secret 1 hat, diesen Ast nicht gesehen habt, so wie ich erstmal, das habe ich erst im Nachhinein dann gesehen gehabt, müsst ihr hier rüber. So. Okay, seht ihr jetzt alles. So, kommt ihr trotzdem nicht noch zum Secret Nummer 1. Und euch da müsst ihr beide Äste Schnee wegmachen und dann da auf dem zweiten Ast, wo ich gerade dran hänge, hängt dann das Secret, das kann man leicht rötlich sehen und dann geht er wieder an einen anderen Ast, schwingt einfach rüber und schon habt ihr das Secret. Ja, das ist extra ein bisschen Garn jetzt los, so da. Jetzt habt ihr auf jeden Fall das Secret.
So, Secret Nummer 3 ist auch ganz leicht zu finden eigentlich. Ihr braucht einfach jetzt hier zu einem regulären Checkpoint kommen. Also ihr braucht die Eichel, habe ich extra mitgenommen, damit ihr ungefähr wisst, was es ist. Die Höhle, macht ihr mit dem Schneeball die Höhle, Ding kaputt. Kriegt den Checkpoint und am Checkpoint seid ihr einfach ab. Läuft einfach nach links und zack, schon habt ihr den. Habt ihr das dritte Secret gefunden. So, Secret Nummer 4 ist ganz tricky, weil wenn ihr das verkackt, habe ich schon öfters gemacht, müsst ihr das komplette Level neu spielen. Einfach hier auf den Ast laufen, nicht springen, laufen. Und dann kommt ihr da hoch und zack, da haben wir Secret Nummer 4. Und wie gesagt, nochmal, nicht lauft da hoch, weil sonst kriegt ihr das Secret nicht und da. Bei Secret Nummer 5 ist wichtig, dass ihr euch da die Brücken wieder wegmacht, damit ihr genug Garn habt. Dann geht ihr da hoch. Schwingt euch daran, knotet euch auch fest, denn das ist auch wichtig, denn könnt ihr auch mehr Garn verwenden. Und dann müsst ihr einfach nur zum Secret Nummer 5 schwingen. Zack, und das waren alles Secrets in Kapitel 9. So, da sind wir in Kapitel 10, Rost. Und hier direkt bei dem Reifenstapel müssen wir einen Knoten machen. Schwingen uns ein bisschen rüber, damit wir da die Brücke machen können. Dann stellt euch nicht ungefähr mittig hin, sondern ein bisschen weiter nach rechts. Ich habe jetzt mich sehr weit nach rechts, aber man kommt trotzdem dran. Also müsst ihr gucken, dass ihr da rankommt. Und dann müsst ihr einfach nur ein bisschen rüber schwingen. Ich muss noch ein bisschen korrigieren hier eben kurz. Weil ich gesehen habe, hey, ich habe zu wenig Seil. Dann hole ich mir Schwung. Und dann sieht man, oh, ich habe doch zu viel Schwung, aber zum Glück kann man sich daran festhalten und zack, das ist das erste Secret. So, hier an der Stelle finden wir Secret 2 und 3. Und dann nehmen wir das mal runter. Hier runter, zack, hört das Plingen. Da haben wir schon Secret Nummer 2 gefunden. Dann müsst ihr hoch, denn Secret Nummer 3 ist ein bisschen tricky. Da muss man echt Geschick aufweisen. Denn man muss das mal jetzt hier rüber. Und dann da an das zweite Ding ranhangeln. So. Mit dem muss man jetzt sehr viel Schwung holen. Am besten immer schön mitschwingen und dann halt immer wieder mitgehen, damit ihr besonders viel Schwung aufbauen könnt. Weil den Schwung werdet ihr wirklich brauchen. So, dann lasse ich das schon los. Dann seht ihr da die Dose, kann man dran. Kann man zurückschwingen. Ich habe auch schon gesehen, dass man sich da komplett drüber schwingen kann, also bis zu dem hin. Secret. Und jetzt Secret Nummer 4 ist in der Werkstatt. Dafür brauchen wir erstmal den Metallblock. Den besorge ich mir da jetzt gerade. Dann müsst ihr darüber fahren. Dann sehe ich, oh, ich muss erstmal höher. Denn die Metallkiste, die ihr vielleicht links im Bild sehen, erkennen könnt, die müssen wir kaputt machen. Ja, schon wieder eine Kiste, die wir kaputt machen können. Unravel ist echt schon ein bisschen gemein. Vor allem, das war ja so das Level, wo ich gar kein Secret gefunden habe. So, macht den aus, wieder an. So, und zack, und schon habt ihr, seht ihr da das Secret. Wir klettern hoch. Und zack, haben Secret Nummer 4 bekommen. Secret Nummer 5 ist in der Foto, in der Presse da. Wir müssen an. Müssen die. Ja, das ist ein bisschen tricky, dann würde ich ein bisschen hängen, so den Kofferraum aufmachen oder vielleicht schon mal runter. Geht zum Glück alles gut. So, den Rücksitz zurückziehen. Anstatt durch die Windschutzscheibe durchzuspringen, erstmal da den Koffer, der Sandschiffer aufmachen und zack. Ich habe was bekommen und dann schnell raus, also ihr habt genug Zeit. Und damit haben wir Secret Nummer 5 und alle Secrets in diesem Kapitel geschafft.